Der Schiffsarzt kam zu mir an und sagte, wir haben einen medizinischen Notfall, einen Schlaganfall. Die Medikamente, die ich zur Verfügung habe, reichen genau 4 Stunden. Habe ich die an Land angerufen, habe gesagt, ich brauche einen Lotsen. Dann kam die Antwort, wir können nicht einlaufen, denn es gibt keinen Lotsen. Wir haben uns alle entsetzt angeguckt, gesagt, wie geht's jetzt weiter? Freut euch heute auf eine Asset-Wirtschaftsgipfel-Folge spezial, unter anderem mit Frank Bsirske, dem Vorstandsvorsitzenden der Gewerkschaft Verdi, mit Sarah Bruhn, der Gründerin von Socialbee, mit Charles Eduard Bouet, dem CEO von Roland Berger, und mit Marc Behrendt, dem ehemaligen Kapitän der MS Europa. Wir sprechen über Zukunft der Arbeit, Integration, Treffen von Entscheidungen, Diversity und viel mehr. Viel Spaß! Lieber Marc, herzlich willkommen im Change Rider. Ja, ich freue mich. Ja, großartig, dass du hier bist. Der große Kapitän von der MS Europa, da hast du ja lange, lange Zeit, warst du da ja der Oberboss an Bord sozusagen. Ja, Oberboss will ich nicht sagen, natürlich der Kapitän, der mit der Mütze auf, wobei ich habe die Mütze immer abgelehnt, so ein bisschen zu tragen. Aber Kapitän, und es ist schon etwas Besonderes. Super, erzähl mal Marc, also das ist ja so ein bisschen auch Ziel des Change Riders, so, ich sag mal so ein, zwei War Stories im Sinne von, wo wirklich dein ganzes Leadership gebraucht wurde in einer Situation, wo die Situation vielleicht im Team auch gelöst habt. Meine größte Sorge ist, dass heute durch Assistenzsysteme, die einem helfen, aber die uns daran hindern, selbst trainiert und aufmerksam zu bleiben. Verstanden. Wir irgendwo in der Aufmerksamkeit, aber auch in den Fähigkeiten und Fertigkeiten irgendwo degenerieren. Das heißt, wenn ich alles abgebe und es für alles auch am Ende eine App gebe, was mich anstrengt, dann wird am Ende das Sportstudio nicht mehr ausreichen, um mich fit zu halten. Und deswegen ist es immer für mich ganz wichtig, wer im System Hund und wer Schwanz ist. Und Mitarbeiter sagten, wenn sie fragten nach Vorgaben, ich sage, ja, ihr kriegt sie bis zu 80-85%, aber nicht mehr. Weil diese Welt da draußen ist so komplex, dass dieser gesunde Menschenverstand, den ich mir erleben, erarbeiten muss, den brauche ich. Und so eine Situation hatten wir vor einigen Jahren in Alaska gehabt. Der Schiffsarzt kam zu mir an und sagte, wir haben einen medizinischen Notfall, einen Schlaganfall, die Medikamente, die ich zur Verfügung habe, die reichen genau 4 Stunden. Im selben Moment das Schiff gedreht, auf die Küste zugelaufen. Wir waren im Grenzgebiet zwischen USA und Alaska. Sofort war das Brückenteam, 3 Offizierinnen und Offiziere. Dann habe ich die VTS, Vessel Traffic Control System, an Land angerufen, habe gesagt, ich brauche einen Lotsen für das Gebiet, in dem wir uns fanden. Und dann kam die Antwort, nein, wir können nicht einlaufen. Wir können nicht einlaufen, denn es gibt keinen Lotsen. Wir haben uns alle entsetzt angeguckt, gesagt, wie geht's jetzt weiter? Und dann gibt es etwas, was wir alle in unserer Ausbildung irgendwo theoretisch gelernt haben, aber es war so ganz weit weg, und das heißt Master Overriding Authority. Ich habe mich an ganz, ganz viele Regeln zu halten, aber wenn mein gesunder Menschenverstand, und das lässt sich schwer skalieren irgendwo, aber wenn es einfach wie so eine Wildcard, das ist natürlich möglicherweise was Gefährliches, aber es gibt uns auch Überlebensstrategien. Wenn das dir sagt, entscheide, dann entscheide. Und ich habe gesagt, nehmen Sie sich einen Bleistift, ich melde mich gleich wieder, wir werden trotzdem einlaufen. Und ich habe in der Zwischenzeit die Coast Guard angerufen, ich habe zu meinen Kolleginnen und Kollegen gesagt, jetzt haben wir diesen theoretischen Fall, der gerade Praxis wird. Und habe dieses ganze Spiel nochmal durchlaufen lassen, ich melde mich an und wir haben medizinischen Notfall, nein, ihr dürft nicht einlaufen. Ich sage, bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir das trotzdem machen. Ohne Lotsen? Am Ende, ohne Lotsen, wir sind reingefahren, die Coast Guard, wir haben den Patienten übergeben, die Coast Guard sagte, könnten wir noch medizinische Assistenz mitbekommen. Haben wir gemacht, dann sollte ich rausfahren. Ich sage, wie, darf ich jetzt wieder ohne Lotsen rausfahren? Naja, wir blieben dann vor Ort. Der Patient war nach 3 Stunden 45 Minuten in medizinischer Versorgung. Er hat es geschafft, dann gab es einen Rückfall. Am Ende war er transportfähig, war ein älterer Gast, der nach
in die Schweiz dann ausgeflogen werden konnte. Nach 3 Wochen, das Ding ist gut ausgegangen. Have a strong conviction that the players who won the battle of yesterday will not win the battle of tomorrow. Okay, I will agree. The battle of tomorrow, the same way that Apple and Google replaced and disrupted the telecom operator, the next player will disrupt these players. And to understand what will happen is today, you and all the watchers have on their pocket what I call the remote control of your life. Okay. But it is a remote control. And I think that as we are moving into the new world where you want to protect your data, you want to be feeling that your personal life is protected, we have to move from the remote control of your life to the control of your life. And this is what we can provide in Europe because of GDPR, okay, which is creating a new norms. And because if we create a new portable AI, I call it portable AI or personal AI, then we can provide the customers with something, a new experience where you have the control of your life. And Charles, what do you think about, especially when you think about Germany and Europe, AI, I think there are a lot of, I don't know the English expression for patente, what is it? IP and protection. Yeah, so we are very strong there in, let me say, in really engineering this stuff and protecting this stuff, but we are not very strong in scaling, yeah, so, and in selling. So what is your position about this? We have to remain European in one thing, which is, if you look at the new technologies, most of them, from nuclear to deep learning, they were invented by the Europeans. So okay, as you said, we have to stay there. The second thing we have to do is we have to learn from the American and the Chinese. We have to learn from the American this massive investment. Okay. And I think that we have to learn that we have to throw $50 billion on the table rather than $1 billion. So because it's about, statistically, okay, it's about thinking there's big. There's a mass effect. Okay. And given the fact that today's interest rates are so low, okay, for Europe or for any country to raise $50 billion at a negative interest rate, okay, is the time to do it. You know, 10 years ago, we did a study on research. And we found out that Europe was more efficient per dollar of research. So 2 times more efficient than the Americans. But Americans were throwing 4 times more money. So at the end, you end up with 2 more times output. Okay, so it's learning from the American about throwing money. And last but not least, learning from the Chinese on how you can push adoption, how you can help citizens to do the step up from, as I said, what they have today from the GAFA, from Amazon and Facebook, to what they will have tomorrow. Could be a portable AI, could be something else. Okay, but we have to force adoption. Großes Thema in Deutschland ist ja, also wir sind ja super stark in der Entwicklung. Ja, ja. Ich sage mal, klassisch ist ja das Thema MP3, ne, dass wir sagen, hey, das sind wir total stolz, dass wir das entwickelt haben. So, wenn man schaut, hey, genau, Skalierung vermarktet ist ein Thema. Ja. Wie macht ihr das und wie siehst du da allgemein jetzt Deutschland oder auch Europa aufgestellt? Ja, also das ist genau das Thema. Wir laufen bei KI wieder genau in die gleiche Falle. Also wir sind perfekt in der Forschung, wir haben die besten Netzwerke, also jetzt in jedem Smartphone sind die LSTMs von Schmidt-Huber drin, aber wir als Deutschland haben halt irgendwie nicht so viel davon, ja, das ist absolut so. Und irgendwie ist es schon so, dass man halt beim Thema B2C, werden wir es auch, glaube ich, nicht schaffen, weil nochmal die Franzosen anders sprechen als wir und wir nicht diesen homogenen Binnenmarkt haben. Deswegen müssen wir es irgendwie bei B2B hinkriegen. Ja? Und bei B2B haben die Amerikaner und die Chinesen genauso viele Themen wie wir, super langes Sales Cycle und so weiter und so fort. Ne? So, aber wir müssen, da wir halt B2C nicht haben, müssen wir irgendwie bei B2B hinkommen, dass wir das besser hinkriegen. Großes Thema Diversity. Wie ist so dein Blick aufs Thema Gründungen und Gründer und Gründerinnen? Ja, das ist eine gute Frage. Also die Frage wird mir sehr oft gestellt. Ich habe natürlich nicht die perfekte Lösung dafür. Ich sage immer, es ist ja möglich. Es gibt ja nicht viele, aber es gibt die Beispiele. Ich bin ja auch noch zweifache Mutter und Ausländer und keine Ahnung was. Ja? Also irgendwie ist es möglich. Wieso machen so weniger? Klar, es gibt 1000 Gründer. Ich glaube, was wichtig wäre, halt sich auch zu überlegen, wieso lohnt es sich, da hinzukommen? Ja, weil ich sehe das ja nicht mehr aus der Brille, dass ich sage, ich brauche irgendwie mal Support und werde benachteiligt und sowieso, weil jeder wird mich auslachen, wenn er sagt, du warst Principal bei BCG, jetzt bist du Gründerin und hast ein Millionenunternehmen aufgebaut, aber benachteiligt bist du auf jeden Fall. Kann man natürlich nicht sagen. Stimmt. Aber ich habe ein Thema. Stimmt. Okay, gut. Ich habe ein Thema damit, dass ich halt total echt in riesen Schwierigkeiten habe, damit weibliche Mitarbeiterinnen zu finden. Ja? Sowohl okay, für Sales als auch für Entwicklung. Ich habe jetzt 2 Entwicklerinnen und wir sind so happy darüber, weil die einfach eine ganz andere Stimmung in das Ganze bringen und ganz andere
andere Ideen und unheimlich wertvoll sind für das Team. Aber es war ein Hackmack, die zu finden. Ja? Und ich glaube, das ist halt aus der, wenn du halt von dieser Ebene schaust, ja, und sagst, okay, ich brauche das, ja. Und da gibt es zigtausend Studien, die zeigen, dass diese diversen Teams und nicht nur Gender, sondern unterschiedliche Diversitäten einfach wertvoller sind, gerade beim Thema Innovation, Kreativität nach vorne, was wir alles zukünftig brauchen. Das, was wirklich gut gelaufen ist, ist, wir haben dem Kongress ja ein Motto gegeben, Vertrauen schaffen, Vertrauen zurückzugewinnen. Und ich hatte in ganz vielen Panels den Eindruck, dass es eigentlich gelungen ist, ja, dass positive Sachen aufgezeigt worden sind, dass gezeigt worden sind, was eigentlich funktioniert, wo Chancen sind und so. Und das fand ich ziemlich gut. Ja, und die Kanzlerin war auch ziemlich gut, muss man sagen. Viele haben sie ja schon abgeschrieben, aber sie hatte einen extrem starken Auftritt, wirkte fast gelöst und... das hat man auch zum Beispiel daran gemerkt, in einem kleinen Detail, sie redet normalerweise, wenn sie sich über sich selber redet, immer Mann muss machen. Und dann hat sie plötzlich an diesem Abend ganz viel gesagt, ja, wenn ich dann da sitze in meiner Wohnung und gucke auf den Kupferkragen, dann frage ich mich, du, was musst du eigentlich machen und du, wie gehst du mit der Digitalsteuer um? Und das war so, sie hat da schon ein bisschen tiefer reinblicken lassen. Und ich sage dazu, die Datenschutzgrundverordnung war eine gute Entscheidung. Auch wenn sie uns in einzelnen Fällen zum Wahnsinn treibt. Wenn ich meine eigenen CDU-Mitglieder nicht mehr einladen darf, weil sie irgendwie erst eine Einwilligung geben, dass sie wieder von mir eingeladen werden wollen, dann fragt man sich natürlich, ob wir noch alle Tassen im Schrank haben. Ja, und sie hat eigentlich auch gezeigt, dass sie doch ziemlich viel an Themen mit nach Hause nimmt, sozusagen. Nicht in Aktenform, sondern im Kopf und irgendwie ständig im Dienst ist. Und so dieser Blick in das Innenleben, das kann man sich vorstellen, aber es mal von ihr zu hören, die ja sonst immer so verschwiegen ist in der Öffentlichkeit und der Halböffentlichkeit, war ziemlich gut. Du wolltest noch von einem Highlight sprechen? Ja, ich fand eigentlich auch diese internationale Komponente schon sehr bewegend. Wir hatten ja da die Ministerpräsidenten aus mehreren Ländern da, Island, unter anderem Island, eben Serbien, unsere Kroatien. Anna aus Serbien und aus Kroatien eben die Präsidentin. Und dann ergab es sich eben, dass diese beiden, die Kroatin und die Serbin, sich dann am Abend zusammensetzten, was das Protokoll gar nicht vorsieht, und direkt sich unterhielten. Und das haben die vermutlich noch nie gemacht, wenn man weiß, was da los ist. Die kannten sich nicht und man weiß ja, welche fast Erbfeindschaft zwischen den Ländern früher gewesen ist. Und jetzt plötzlich findet da so eine Verständigung statt. Da bin ich dann echt, das ist so eine Sache, da bin ich irgendwie stolz, dass wir das zustande gebracht haben. Wir machen es den Unternehmen so einfach wie möglich, Geflüchtete zu beschäftigen. Okay. Und zwar mit dem relativ simplen Prinzip, dass wir sie selber einstellen und den Unternehmen somit die ganze Suche, aber vor allem die Bürokratie ersparen. Okay. Und genau, die Geflüchteten arbeiten dann über Zeitarbeit, aber eben gemeinnützig bei den Partnerunternehmen. Die Partnerunternehmen bezahlen uns dafür, also Social Business. Okay. Wir zahlen die Löhne der Geflüchteten und finanzieren ein ganzes Integrationsprogramm, Sprachkurse, Qualifikationen, Wohnungsfragen, alles Mögliche klären wir mit dem Ziel, dass die Geflüchteten dann auch übernommen werden nach einem Jahr. So, jetzt besprechen wir mal so den zwei Use Cases. Use Case 1 ist, da ist ein Flüchtling und da seid ihr. Und also wie läuft es ab? Also mal ganz konkret, ne? Also Sprachbarriere und so weiter und so fort. So, und wie findet ihr euch? Und genau. Und das andere ist halt so, jetzt bin ich ein Unternehmen und jetzt sage ich mir, hey, jetzt brauche ich hier Arbeitskräfte. Ja, wie genau, also wie läuft es? Prinzipiell sind wir so eine Art Brücke oder man kann auch sagen Puffer zwischen Unternehmen und Geflüchteten. Mhm. Unternehmen, die einfach selber Flüchtlinge einstellen wollen, wissen gar nicht, wie es geht. Ja. Also wo fange ich eigentlich an? Und der Aufwand, einen Geflüchteten zu beschäftigen, ist natürlich Wahnsinn, sich einmal durch die ganze Bürokratie durchzutelefonieren und die ganzen kulturellen Schwierigkeiten zu erkennen. Dafür sind wir nämlich da. Als wirklich Integrationsdienstleister haben wir jetzt jeden Asylfall alles schon mal gehabt. Das heißt, eine riesige Lernkurve und kennen uns natürlich jetzt auch aus. Die Unternehmen, die kommen dann auf uns zu, sagen, ich würde gerne zwei Mitarbeiter beschäftigen. Wir nehmen das Profil auf und schauen, wen wir schon kennen, der darauf passt. Oder rekrutieren wirklich vor Ort nochmal, wo das Unternehmen sitzt. Okay. Wo kann man sagen, also was ist da das sind so die Top 2-3 Jobs, wo die wo ihr die Flüchtlinge vermittelt sozusagen? Was ist das Anforderungsprofil von den Firmen? Also wir starten oft mit einfachen Tätigkeiten, die dann mit dem Ziel, dass sie in eine bessere Tätigkeit übernommen werden. Also der Klassiker ist Produktions- oder Lager-Logistik-Mitarbeiter, wo sie anfangen, erstmal wirklich direkt mit der Arbeit, aber wo wir mit einem Staplerschein mit kleineren Qualifizierungen schaffen, dass sie nach dem Jahr wirklich auch, ich sag mal, Fachkräfte wirklich sind. Ja, okay. Aber ja, Schwerpunkt liegt auf einfacheren Tätigkeiten. Wir haben auch mal den Ingenieur oder den ITler, aber das sind schon eher die Ausnahmefälle, einfach weil wir wollen,
ich sag mal, die ganz Hochqualifizierten, die bekommt man eben auch leichter unter. Wir gehen auch gerade dahin, wo es weh tut, die Menschen, die ein bisschen mehr Unterstützung brauchen, aber eben trotzdem super Mitarbeiter sind für die Unternehmen. So, und jetzt, ich sag mal, bei den Mitgliedsunternehmen ist es ja sehr stark ja handelbasiert, Banken, Versicherungen. Wenn ich mir jetzt, ich sag mal, so den Handel anschaue, der ja auch massiv im Umbruch ist, ich sag mal, Amazon, habe ich jetzt nur das erste Video gesehen, dass sie da ja in den Laden reingehen, sich die Dinge aus dem Shelf sozusagen nehmen, rausgehen, wird gar nicht mehr kassiert. Mhm. Ja, Banken, Versicherungen, die ja jetzt ja auch da viel mit künstlicher Intelligenz arbeiten, Filialsysteme gehen zurück. Wie ist denn da jetzt ihr Statement zu jetzt wirklich als Gewerkschaft? Und was können wir vor allen Dingen tun, wenn dort ja doch auch große Umwälzungen kommen? Naja, der Handel wird ja eine der Branchen sein, wo die Arbeitsplatzverluste absehbar mit am höchsten sind, mhm. Neben der öffentlichen Verwaltung und neben der Logistik. Das heißt, hier stellen sich im Grunde ja auch schon Fragen der Qualifizierungsangebote. Wo sollen eigentlich dann in Zukunft Arbeitsplätze noch gefunden werden können? Das ist eine große Herausforderung. Es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche Prognosen auf die Arbeitsmarktbilanz im Zuge der Digitalisierung. Regelrechte Horrorszenarien, die ein Massaker am Arbeitsmarkt ankündigen. Und auf der anderen Seite relativ optimistische, die von einer fast positiven Entwicklung ausgehen auf dem Arbeitsmarkt insgesamt. Eines der optimistischeren Szenarien stammt vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit. Die gehen davon aus, dass bis 2025 30.000 Arbeitsplätze verschwinden werden per Saldo. Okay. Also in der Bilanz. Aber nicht durch Saldo, Alter, sondern Per Saldo abgebaut werden. Per Saldo deswegen, weil sie nach ihren Modellen sagen, okay, 1,5 Millionen Arbeitsplätze roundabout werden abgebaut werden, vor allen Dingen in den Bereichen Handel, Logistik und öffentliche Verwaltung. Aber gleichzeitig werden an anderer Stelle annähernd 1,5 Millionen Arbeitsplätze auch neu entstehen, in den Bereichen Erziehung, Pflege und Medien. Okay. Nur, dass halt das Qualifikationsprofil, dass auf den Arbeitsplätzen nachgefragt wird, die absehbar verschwinden. Mit dem Qualifikationsprofil, das auf den Arbeitsplätzen gebraucht wird, die da neu entstehen sollen, relativ wenig zu tun hat im Moment. Nicht matcht. Sodass wir in relativ kurzer Zeit uns Gedanken machen müssen, wie wir diesen beschleunigten Strukturwandel bewältigen und nicht in eine Situation hineinlaufen, wo wir gleichzeitig Fachkräftemangel und höhere Arbeitslosigkeit bekommen. Und dass an dieser Stelle jetzt die Bundesregierung an eine nationale Weiterbildungsstrategie geht, unter Beteiligung von Arbeitgeberseite und von Gewerkschaftsseite, das ist, glaube ich, erstmal ein gutes Zeichen. Verstanden. Wir kriegen ja mit der Digitalisierung sagen auch die Herausforderung von Transparenz und Kontrolle mit Daten als Herrschaftsinstrument. Wenn bei einer Betriebsversammlung bei Amazon ein Kollege auf mich zukommt und mir eine Abmahnung zeigt, also eine Kündigungsandrohung für den Wiederholungsfall, wegen, so wörtlich, zweimaliger Inaktivität innerhalb von 5 Minuten. Dann ist das schon krass. Wow. Ja? Okay. Die Arbeiter in den Lägern sind alle mit Armbändern, mit Scannern untereinander verbunden und komplett transparent. Ich glaube, das, was ja Deutschland jetzt gerade in Bezug auf den Wandel ja, glaube ich, am meisten aktuell beschäftigt und da ja auch wirklich total omnipräsent ist in den Medien, ist ja der Dieselskandal. Ne? Also vielleicht da mal kurz Ihren Blick drauf, womit Sie sich jetzt gerade beschäftigen. Tatsächlich eins der Themen, die uns, aber ich glaube einfach auch sehr, sehr viele Menschen zutiefst beschäftigt. Und zwar auf zwei Ebenen. Zum einen haben wirklich viele Leute Geld verloren, weil ihr Dieselfahrzeug schwer an Wert verloren hat. Und zum anderen natürlich jetzt die Dimension der Fahrverbote. Mhm. Seitdem hat die Diskussion auch nochmal eine andere Qualität genommen. Sie wissen, Stickoxide, Sie können es nicht riechen, Sie können es nicht schmecken, Sie können es nicht sehen. Das war für viele Menschen ziemlich weit weg von ihrer Realität. Aber Fahrverbote sind es nicht. Und seitdem haben wir, glaube ich, nochmal mehr Ärger in der Bevölkerung. Okay. Und das zusammengenommen plus eine ziemliche Ignoranz von Volkswagen, wie ich finde, hat dazu geführt, dass wir schwer gelobbyiert haben, dass es eben nicht nur individuelle Klagen geben soll. Die gibt es ja heute schon. Mhm. Also viele Menschen klagen mit Rechtsanwälten gegen Volkswagen. Also Familie Müller klagt gegen Volkswagen. Gegen Volkswagen. Genau. Das gibt es. Interessanterweise ist Volkswagen vor der zweiten Instanz, also in so Oberlandesgerichten, ziemlich großzügig. Dann kriegen sie ein individuelles Entschädigungsangebot, was sie nicht ablehnen können, gegen eine Stillschweigensvereinbarung.
So, da ist Volkswagen ziemlich gut drin zurzeit, das erkennen wir auch an. Okay. Es bedeutet aber, dass es eben bisher keine richtigen OLG-Urteile gibt, geschweige denn höchstrichterliche Urteile. Und somit wissen die Menschen gar nicht, wie großzügig Volkswagen eigentlich sein kann. Und uns geht es jetzt mit der Musterfeststellungsklage darum, für diejenigen, die bisher nicht einzelklagen konnten oder wollten, ein Angebot zu machen. Jeder muss überlegen, ob er dabei ist. Und wenn man dabei sein möchte, kann man sich ab Mitte November wahrscheinlich in ein Register eintragen. Und dann profitiert man davon, wenn wir tatsächlich Erfolg haben. So, wenn ich jetzt über die Verbraucherzentralen denke, über Ihre Kunden sozusagen, es ist ja der Verbraucher, und über digitale Transformationen spreche, was war denn da so Ihre Journey in den letzten Jahren? Wir haben ein ganz tolles Internetformat, lebensmittelklarheit.de, entwickelt, wo wir interaktiv den Menschen die Möglichkeit bieten, uns ihre Beschwerdefälle zu schicken. Wir fragen die Unternehmen nach ihrer Rechtfertigung dafür und publizieren das. Ah, oh, wow. Und das ist sozusagen jetzt nicht irgendwie ein Pranger oder sowas, sondern eine kommentierte Dialogplattform, wo Unternehmen sagen können, okay, wir haben verstanden und tatsächlich wird ein Drittel aller Rezepturen geändert. Das ist ja genau das, was ich erreichen möchte. Okay. Zufriedener Verbrauchen und etwas bessere Lebensmittelkonzerne. Wir haben im Internet über die Marktwächter die Möglichkeit geschaffen, dass sie sich über zu hohe Bankgebühren, Fake-Shops im Internet, andere Probleme bei uns beschweren können und wir überprüfen das. Und stellen fest, okay, da haben sich jetzt gerade 20, 50, 100 weitere Verbraucher beschwert. Dann gehen wir dem mal nach. Reden mit dem Verbraucher, beschweren uns bei der Aufsicht, klagen dagegen, sagen der Politik, hier ist Handlungsbedarf. Also wir können das Internet auch für uns nutzen, weil sie zwar 200 Beratungsstellen aufsuchen können, aber es gibt einfach viele Menschen, die sagen, das will ich nicht, das kann ich nicht, dauert zu lang. Ich will auch nur mal was loswerden bei euch Verbraucherschützern. Und das können sie über marktwächter.de tun. Und insofern ist das Internet für uns ein toller Weg, mit Verbrauchern in Dialog zu treten. Hey. Hey. Wie sehen Sie jetzt unser Land, gerade Deutschland, da jetzt aufgestellt, die Wirtschaft, jetzt auf die großen Themen, die jetzt da kommen? Also gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Gut, Wir gucken immer gerne auf die Konsumentenseite, nicht? Also auf die netten kleinen Gadgets, auf Facebook und was auch immer, ne? Aber was viel wichtiger ist für unseren Wohlstand, ist die Digitalisierung in der Industrie, in der Wirtschaft. Häufig ist das B2B, Business to Business. Zum Beispiel eben, was ich schon besprochen habe, nicht? Also wenn Mittelmänner aus dem internationalen Handelsprozess rausfallen, dann sinken die Kosten, dann macht uns das wettbewerbsfähiger, nicht? Und das ist das Feld, wo die deutsche Wirtschaft tätig ist und stark ist. Da brauchen wir uns keine großen Sorgen machen, auch wenn sozusagen die Silicon Valley Unternehmen, die, sagen wir mal, Tratsch- und Klatsch-Seiten der Illustrierten dominieren. Okay, verstanden. Wie sehen Sie jetzt gerade, nehmen wir mal eine Industrie raus, jetzt, ich sag mal, Automobilindustrie aufgestellt. Wir haben ja jetzt nicht nur das Thema E-Mobility, was ja jetzt auch, sage ich mal, so langsam, aber sicher auch in Fahrt kommt, wo es ja auch ein paar Player gibt, die jetzt auch nicht in Deutschland sitzen, auch die Asiaten da ja auch schon sehr viel machen, aber vor allen Dingen ja das Thema auch Sharing Economy, wo man ja wirklich sagt, okay, also muss man überhaupt noch ein Auto besitzen? Also ich würde sagen, hier von meinen 160, 170 Mitarbeitern, die ich hier in Berlin habe, würde ich sagen, haben wir jetzt 90% auch kein Auto aktuell. Und werden das wahrscheinlich in Zukunft auch nicht haben. Ja. So, das war jetzt vielleicht auch vor 20 Jahren, 30 Jahren noch eben anders. Wie sehen Sie da die Industrien aufgestellt oder gerade die Automobilindustrie aufgestellt? Ich glaube, die Automobilindustrie hat diese Herausforderungen verstanden. Mhm. Ja, es ist nicht so, dass sie da besonders früh aufgesprungen ist, das muss man auch sagen, aber ich denke, dass die Botschaft angekommen ist, das Geschäftsmodell wird sich wandeln und was unsere Automobilindustrie schützt in Deutschland, sind die starken Marken. Nicht? Also egal letztlich, ob ein Porsche mit einem Verbrenner angetrieben wird oder mit einem Elektromotor. Egal, ob man nun den Porsche in seiner Garage stehen hat und einmal am Tag spazieren fährt oder ob man sich den Porsche per Sixt holt oder in einem anderen, Arrangement. Das ist eigentlich relativ unwichtig. Was die deutsche Automobilindustrie ausmacht und ihre Zukunftschancen relativ gut aussehen lässt, sind einfach diese wahnsinnig starken Marken. Und ich denke, dass die Industrie gut aufgestellt ist, die Herausforderungen der Zukunft anzunehmen. Vielen, vielen Dank, alles Gute und noch ein gutes Panel hier auf dem SZ-Gipfel. Danke Ihnen.